Vielleicht ist Walter doch nicht so verrückt. Ja, wissen wir Bescheid. Und moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu State of Mind, wo wir jetzt Kontakt zu unserem virtuellen Double-Klon, virtueller Klon kann man schon sagen, es regnet draußen. Moment, ich suche mir mal gerade ein Fenster. In die Werbetafel einen Error-Code geworfen. Super schön. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal in unsere Nachrichten rein, was da so abgeht. Jennifer können wir anrufen. Die ist Fotografin. Ah. Steve können wir anrufen, mal sehen, ob der was Neues hat. Und Adam natürlich. So, wir schauen mal. Lydia. Was hat sie zu sagen? Weißt du was, Richard? Du kannst mich mal. Werd glücklich mit deinem Model. Ja. Hi, Richard. Ich bin's, Jenny. Ruf mich doch mal zurück. Ja, also mit Lydia, ich weiß auch nicht, ne? Ich vermute, wir haben eine Affäre mit ihr. Vielleicht doch, tatsächlich. Und wir waren echt nicht nett zu ihr, aber wir können mal Jennifer anrufen. Hey Jenny, danke für deine Nachricht. Da bin ich. Richard, gut, dass du dich meldest. Ich mache mir jetzt auch Sorgen. Hast du denn irgendwas gehört inzwischen? Nichts. Steve hilft mir. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Hör mal, Richard. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war nicht besonders nett am Sonntag. Schon okay. Ich war auch nicht nett. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Ich war ganz schön fertig. Geht's dir denn jetzt etwas besser? Ich meine gesundheitlich? Naja, ich glaube, das dauert noch. Mein Gedächtnis, weißt du. Vieles ist wieder da, aber manches... Vielleicht gehe ich doch noch mal zum Arzt. Darf ich dich was fragen, Richard? Was Persönliches? Natürlich. Liebst du Tracy? Was soll das denn jetzt? Du kennst uns, Jenny. Wir haben James, wir sind eine Familie. Das meine ich nicht. Das ist aber auch kein Ja. Natürlich liebe ich sie. Wie kannst du denn sowas? Warte mal. Hast du Kontakt zu Tracy? Hat sie dich vorgeschickt? Was? Du sollst mich aushorchen. So ist es doch. Das ist der Typ paranoid. Wozu denn auch? Was weiß ich. Vielleicht will sie rausfinden, ob sie das noch lohnt mit mir. Oder sie will sich rächen? Zur Abwechslung soll's mal mir schlecht gehen? Richard. Oder warte. Wahrscheinlich sollst du hier die Trennung moderieren. Mir das scheibchenweise beibringen. Sag mal, du spinnst wohl. Ihr steckt doch unter einer Decke. Du rufst gar nicht meinetwegen an. Okay, Richard, das wird mir jetzt echt zu dumm. Oh ja, mir auch. Du musst wirklich zum Arzt. Kannst dich ja melden, wenn es dir besser geht. Hä, der Typ ist doch echt vollkommen bescheuert, oder? Ich meine, sie ruft an und sagt, sie macht sich Sorgen und er so, ja, wahrscheinlich hast du doch Kontakt zu ihr. Was stimmt denn bei ihm nicht? Mal ganz ehrlich, das... Keine Ahnung, also Adam ist mir deutlich sympathischer tatsächlich. Wenn ich mich am Ende entscheiden muss, ne, wer von den beiden überlebt, Adam oder Richard, dann würde ich auf jeden Fall Adam nehmen. Weil Richard, sorry, der hat es einfach nicht verdient. Er ist so ein Arsch einfach. So, wir rufen mal bei Medi Central an. Vielleicht kommen wir noch mal zum Arzt. Jetzt nicht. Ach ja. Steve, hast du was Neues? Hi, Steve. Na, wie war's im Doomsday? Hast du dein Ableben aufgeklärt? Mehr oder weniger. Was ist mit dem Mann in Tracys Apartment? Bist du mit der Datenbank vorangekommen? Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft. Also... Ich habe sein Bewegungsprofil nochmal in MoveScan abgeglichen. Wer ist es? Das weiß ich nicht. Irgendwie spuckt diese Datenbank mehr als einen Treffer aus. Ich dachte, Bewegungsprofile sind einzigartig.
wie Fingerabdrücke. Tja, wenn du mich fragst, diese ganze Movescan-Sache funktioniert nicht. Können wir uns sehen? Ich weiß, du hast viel zu tun, aber ich muss wissen, ob du noch was rausgefunden hast. Zu dem Mann, der bei Tracy war. Klar. Ich bin hier bei The Voice. Okay. Hätten wir das auch mal geklärt. Wir könnten Adam anrufen, das müssen wir aber noch nicht. Der muss erstmal das Datenfragment finden. Wo ist denn eigentlich unser Lieblingsroboter? Hat er uns verlassen, weil wir immer nicht nett zu ihm waren? Ich habe ihr Spinett. Oder spielt er Spinett? Ich habe es gestimmt und einige defekte Seiten ausgewechselt. Hat dir das jemand aufgetragen? Nein, Sir. Entschuldigen Sie. Das heißt, du machst einfach? Seit wann macht ihr einfach? Ich nehme an, Sie möchten, dass ich aufhöre. Nein, spiel weiter, Junge. Das klingt doch voll gut. Meinetwegen spiel weiter. Ich dachte, die Musik kommt irgendwie aus der Anlage die ganze Zeit. Aber dass unser lustiger Roboter hier Spinett spielt, schon ein bisschen überraschend. So, ich gucke mal, wie können wir wechseln zu Dingsbums? Können wir das machen? Das hier ist das Schlafzimmer. Können wir das über die Pinnwand machen? Steve ist mit den Daten fertig. Jo, da müssen wir noch hin. Charakterauswahl. So, dann schauen wir mal. Ich komm schon. Was? Wer klingelt denn? Bestimmt das Überfallkommando. Willst du nicht aufmachen? Ich gehe schon. Guten Morgen, Mr. Newman. Ist John bereit? Morgen. Bereit wofür? Er hat einen Termin mit Dr. Sykes. Richtig. John? Wann kann ich ihn abholen? Johns Nanny ist bereits dafür eingetragen. Oh, okay. Hallo, Betty. Komm, kleiner Roboter. Die entführen einfach mein Kind und dann soll meine Nanny das irgendwann abholen. Dein Arbeitstag bei The Present beginnt in Kürze. Und ich mach mir gar keine Gedanken darüber, oder was? Das ist ein bisschen merkwürdig. Er hat auch seinen lustigen kleinen Roboter gar nicht mitgenommen, ne? Ich muss mal gucken. Das nächste Fragment muss natürlich nicht in der Wohnung sein, unbedingt. Das könnte sich natürlich auch tatsächlich bei, wie heißt das hier? The Present? Ist das Ding, bei dem wir arbeiten? Ich kann gar nichts machen mit dem kleinen süßen Roboter. Okay, also hier drin schon mal kein weiteres Fragment. Gut. Darauf hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt. Ich will nicht drängen, Adam, aber dein Arbeitstag hat schon begonnen. Gut, dann gehen wir halt erstmal auf Arbeit. Graffiti? Das schauen wir uns doch mal an. Ihr Leben ist unser Beruf. Alles, was Ihnen wichtig ist, Mr. Adam Newman. Willkommen bei The Present. Am Sonntag ist es soweit. Ein Meilenstein unserer Zeit. Projekt Independence. Bei uns ist Richard Kane, Inhaber von Infinity Technologies. Emma van Leer, Schauspielerin. Wo ist eigentlich der Kiosk hin? Der Kiosk. Wurde er abgerissen? Wir waren nie im Kiosk. Natürlich, er stand genau hier. Also, nicht, dass ich wüsste. Doch, ich bin ganz sicher. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen.
Er kommt einfach an und schnauzt sie an, ne? So langsam mutiert er auch zu Richard. Die kommen wahrscheinlich, also er natürlich nicht, weil er Richards Klon ist dann. Damit Stress nicht so richtig klar. Willkommen zurück, Adam. Schön, dich wieder bei der Arbeit zu sehen. Das werden wir noch sehen. Wir schreiben die Zukunft. The present. Ah, super. Also die Gegenwart quasi. Okay, was will mir diese Kamerafahrt jetzt sagen, frage ich mich. Adam, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Danke, Carrie. Cindy. Cindy, natürlich. Oh, verkackt. Eine Bank. Neue Perspektiven bringen neue Gedanken. Setz dich und lass deinen Geist wandern. Oh Mann, das sind alles so billige Kalendersprüche hier, die Minerva uns die ganze Zeit präsentiert. Was macht der Bot auf meinem Platz? Jetzt haben wir auch was gegen Bots. Zutritt nur für Mitglieder der Regierungsbehörde. Regierungsbehörde? Sind wir in China? Haben wir unser eigenes Zensorenbüro hier? Martha. Assistenz-Newsbereich. Deine Mitarbeiter freuen sich, dass du wieder da bist. Martha? Guten Tag, Adam. Schön, dass du wieder hier bist. Du sitzt auf meinem Platz. Das ist nicht dein Platz, Adam. Ach ja? Seit wann? Das kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Du solltest mit dem Chef sprechen. Mit Fred? Worüber? Das kann ich nicht sagen. Kann sie nicht sagen. Okay. Also Adam auch ein bisschen angepisst. Stuart, der sieht auch ein bisschen angepisst aus. Lektorat. Mein Kollege würde gerne mal wieder mit mir trinken gehen. Adam! Stuart, auf meinem Arbeitsplatz sitzt ein Bot. Oh, hat noch niemand mit dir geredet? Nein. Ah, okay. Am besten sprichst du mit Fred. Jetzt gleich. Und danach betrinken wir uns. So schlimm. Okay. Ja, von der Aufteilung her zurück, Adam. Sieht es echt so ein bisschen aus wie The Voice. Ja, wo Richard tatsächlich arbeitet. Mal sehen, vielleicht ist Anna ein bisschen geschwätziger als Bot. Ah. Schauen wir mal, was er hier hat. Ein Award. Lifetime Achievement Award Fred Harris für sein Engagement für die Künste und die wahre Schönheit von City 5. Okay. Award für die Redaktion von The Present für ihre unermüdlichen Versuche, unser Leben besser zu machen. Oh. Award der Ganymede Award vergeben für besondere Verdienste in der Förderung von Sprache und sozialem Miteinander. Die Förderung von Sprache, na, da bin ich ja mal gespannt, wie eloquent der Mann ist. Fred Harris, der Chefredakteur. Dein Chef ist heilfroh, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Redet der Bot mir das ein oder hat er es in seinen Status geschrieben? Adam, wir haben dich vermisst. Sitzt deshalb ein Roboter auf meinem Platz? Ja, das... sieh mal, Adam. Wie fange ich das an? Das Projekt Independence läuft auf Hochtouren. Und am Sonntag, wenn es in Betrieb geht, wird sich einiges ändern.
Für uns alle. Und deine Abwesenheit hat deutlich gemacht, dass deine Arbeit genauso gut... Ach, ich bin miserabel in sowas. Komm mal bitte kurz mit. Ich schreibe nicht besser als ein Bot. Ja, nice. Okay, habe ich mehr Freizeit. Warum stehen denn alle hier und gucken so? Alles gut? Guckt ihr mich an? Yep. Ein Hoch auf Adam Newman, den neuen Leiter des Textressorts. Auf Adam! Ich hasse euch. Hier. Dein neuer Arbeitsplatz, Adam. Das war doch deine Idee. Das sind schwere Anschuldigungen, Sir. Ich hoffe, Sie haben Beweise. Danke, Leute. Vielen Dank, ich bin... Wow. Geh's langsam an. Wir haben alles unter Kontrolle. Liegt was Dringendes an? Nein. Gib mir ein paar Augmented-Texte. Das ist immer ein guter Einstieg. Einstieg? Fred, ich arbeite seit 15 Jahren für dich. Na und? Du hattest einen Unfall. Überlass die Schwerstarbeit den anderen. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich könnte auch eine Beförderung gebrauchen. Was denn? Ich kann den Herkules geben oder eine Rolle, wo man alles kurz und klein schlagen muss. Kein Shakespeare mehr, Stuart. Derzeitiger Benutzer Adam Newman, Leiter des Textressorts. Das sind wir. Viel Erfolg bei deiner neuen Arbeit, Adam. Ich hatte ja gehofft, dass hier sich irgendwo ein Textfragment befindet. Einleitung. Hallo, Adam. Die nachstehenden 9 Objekte brauchen Beschreibung für die Augmented Vision. Keine Sorge, es eilt nicht. Was kann ich hier philosophisch? Okay. Leduc Alganoema. Künstlich oder geboren, alles Leben strebt ans Licht und will dort bleiben. Hilfreich. Diese mittlerweile allseits beliebte Pflanze wurde nach ihrer Designerin Michelle Leduc benannt. Ihre unverwechselbaren Formen und Farben verdankt sie genetischer Chirurgie. Unterhaltsam. Die Natur erschafft uns und wir erschaffen sie. Bleibt nur die Frage, wer länger durchhält. Ja, wenn ihr mal hilfreich vielleicht. Also, was haben wir hier? Eine Skulptur. Hilfreich. Aufwärts. Künstlerin Amy Newman. Aha. Unterhaltsam. Kunstwerke entwerfen, sie ausdrucken und dann alles so aussehen lassen, als wäre es handgemeißelt. Sonderbare Nostalgie oder philosophisch. Bemerkenswert ist nicht das Pferd, sondern der Block, aus dem es sich befreit. Ja, das machen wir mal ein bisschen philosophisch hier. Ein Kunstwerk. Okay, hilfreich. Du musst warten, vergiss die Zeit und lass deine Gedanken wandern. Unterhaltsam. Falls du nicht weißt, was dieses Werk bedeuten soll, keine Sorge, das weiß der Künstler auch nicht. Philosophisch. Wohin gehst du, wenn die Welt keinen Anfang und die Zeit keine Richtung hat? Ich nehme mal unterhaltsam. So, veröffentlichen. Veröffentlichen. Keine Ahnung, warum wir das machen, was für einen Einfluss das auf das Spiel hat. Aber unsere Welt ist instabil. Verdammt. Nicht schon wieder. Ja.
Das scheinen die anderen gar nicht mitzubekommen, oder? Okay, Leute, der Spaß ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Noch so eins. Was zum... Siehst du das? Ist das wieder eine Fangfrage, Adam? Okay, das ist also nur für uns. Objekte, die unbekannt, möglicherweise schädlich, benachrichtigen sie die Security niemals. Alles okay, Adam? Was? Ja, alles gut. Bin ich der Einzige, der das Zeug sieht? Was will dieser Typ bloß von mir? Okay, Adam dreht auch langsam durch. Ich wollte eigentlich von diesem Cloud-Hub aus das Datenfragment an Richard schicken. Kann ich jetzt eigentlich wieder gehen? Habe ich meinen Job für heute gemacht? Kann ich hier inzwischen rein? Aber vielleicht kann ich nochmal mit meinem Chef reden. Ich weiß zwar nicht, warum, aber vielleicht geht es. Da ist, da war an meinem Platz da. Nein, alles gut. F, wenn du dich lieber noch ein paar Tage ausruhen möchtest. Es geht mir gut. Mein Hab spinnt. So ein Mist. Diese Erdbeben bringen uns alles durcheinander. Sonntag ist damit hoffentlich Schluss. Glaubst du daran? An das Projekt? Dass wir bald aus der Stadt dürfen? Ja, sicher, natürlich. Independence wird Erfolg haben. Es muss. Die Frage ist nur, was soll man da draußen? Ich für meinen Teil bleibe lieber in der Hauptstadt. Nirgendwo ist es besser als hier. Ich sollte mich wohl bedanken. Du hast es dir verdient, Adam. Geh ruhig nach Hause, Adam. Mach mal langsam. Ah, er hat's erlaubt. Geh ruhig nach Hause, Adam. Mach mal langsam. Genau das habe ich nämlich auch vor. So, kann ich noch mal mit meinem Assistenzbot reden? Läuft dein Hub ordentlich? Ich hatte hier gerade Datenchaos. Dein System läuft stabil. Ja, jetzt, aber... Es läuft einwandfrei. Wir benutzen alle dieses System. Okay. Optimismus-Bot hat gesprochen. Alles in Ordnung? Cindy. Cindy? Na klar. Danke, Adam. Schwer zu merken, der Name. Wie könnt ihr alle so ruhig bleiben? Wir glauben der von uns selbst verbreiteten Propaganda, dass alles gut wird? Adam! Was ist los? Deine Hände zittern. Das ist komisch. Ich erinnere mich an die Erdbeben, aber ich erinnere mich nicht, dass ich mich erinnere, falls das Sinn ergibt. Nein. Im Ernst. Du solltest zur Klinik gehen. Du machst einen ganz sonderbaren Eindruck. Mein Hub spuckt unsinniges Zeug aus. Zeig mal. Nein, jetzt geht er wieder. Na dann bestens. Einfach nicht drüber nachdenken. So mache ich das auch. Hör mal, Stuart. Hast du jemanden angestiftet, mich anzurufen? Entschuldigung, was? Ein Mann, irgendein Richard. Hat sich heute Morgen bei mir gemeldet, redet lauter verrücktes Zeug. Wie meinst du? Er erpresst dich? Nein, das nicht. Bedroht er dich? Nein, er... Ach, nicht so wichtig. Nein, sag! Was wollte er? Ach, ich glaube, er sucht eine Testperson für irgendeine neue App. Vielleicht testet er mich auch schon. Was meinst du? Vielleicht sind wir alle Teil eines Tests und wissen es nur nicht. Starke Idee. Du siehst ein bisschen blass aus, Adam. Warst du noch mal beim Arzt? Weißt du, was das hier ist? Hat jemand vor meiner Haustür fallen lassen. Ach, du! Was? Was? Psch, steck das weg, Adam. Was ich dir jetzt sage, muss unter uns bleiben. Das da,
Dieses Ding. Nur ein kleiner Kreis von Auserwählten weiß davon. Sie sind schon seit Jahren hier. Sie kommen vom Planeten Alpha Zen und sie sind Fäden. Ach. Komm schon, Adam. Das ist ein stinknormaler Tracer. Damit untersuchen die Techniker die Geohazards. Hey, warum so gestresst? Und warum ist der Mann vor mir weggerannt? Seine ID war ungültig. Und kurz danach kam der Geohazard. Okay, Adam. Für Verschwörungstheorien ist Lehman zuständig. Schon gut, vergiss es. Was mache ich jetzt damit? Das Gerät gehört den City 5 Services. Gib es mir. Ich kenne da jemanden. Der kann es zurückgeben. Nein, schon gut. Ich kümmere mich lieber selbst darum. Klar. Warum sich das Leben einfach machen? Ja gut, dann wieder nach Hause. Kommen Sie ins Liquid Sky. Und Richard das Ding schicken, aber ich glaube, ja, das ist schon wieder soweit, ne? Das machen wir beim nächsten Mal. An das, was wir sind. Und dann machen wir nochmal wahrscheinlich. Und wir verlieren den Glauben an das, was wir sein können. So ein tolles Splitter-Rätsel. Von allen Fragen der Welt nur eine, die du dir täglich stellen solltest. Ach echt? Bist du wirklich glücklich? Und manchmal wenn nicht? Erlebst du Dinge, die schmerzen. Dinge wie deinen Unfall. Dinge, die du gerne vergessen würdest. Und das ist jetzt möglich. Das Edith Memento Center ersetzt deine schlechten Erinnerungen. Ach ja, hatten wir schon mal. Also für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Edith. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.